Hallo und willkommen zu einem neuen Review, und zwar diesmal von der Firma True Night. Ja, also das sind 2200 Lumen, ist schon ordentlich für die kleine Lampe. Und ich muss sagen, ich bin mehr wie überrascht von dieser Lampe, weil ich habe mit weniger gerechnet. Bin ich ganz ehrlich? Denn preislich ist diese Lampe wirklich unschlagbar. Die liegt jetzt, das ist die TC, ich habe sie rausgesucht, TC15 von True Night liegt bei 54 Euro. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ich habe sie mitgenommen als erstmal als Ersatzlampe für meine Nachtwanderung. Da kommt übrigens noch ein ganz krasses Video. Nachtwanderung zum gruseligsten Lost Place NRWs. Das war die Villa Fühlinger. Ihr werdet sehen, ich habe es jetzt, irgendwie ist es mir entfallen. Ich habe gedacht, komm, nimm sie mal mit, teste sie mal und so, ne? Und muss sagen, ich habe von vorne bis hinten, also 4 Stunden lang, nur diese Lampe benutzt. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe nicht durchweg, also nicht ununterbrochen, sondern ganz klar, wenn es dunkel war. Aber ich muss sagen, von diesen 4-5 Stunden, die ich gewandert bin, waren bestimmt 2 Stunden, wo ich nur diese Lampe benutzt habe. Und zwar auch im Turbo-Modus. So. Diese Lampe hat unschlagbare 2300 Lumen. Ich habe erst gedacht, okay, True Night schickt mir die zu, da kommt eine kleine Lampe, mal gucken, bis ich sie dann angemacht habe und ich, wow. Also das ist der normale Modus und das ist dann, ja, also das ist schon für diesen Zwerg echt übel, übel. Auch in anderen Sachen überrascht mich die Lampe. Ich muss allerdings direkt mal jetzt was sagen. Diesen Turbo-Modus und auch diesen helleren Modus. Moment. Zack, zack. Diesen Modus bei der normalen Leuchte kann man natürlich nicht ununterbrochen lassen. Also die wird relativ heiß. Es ist eine kleine Lampe. Ich sag mal, zum Wandern habe ich diese Stufe hier benutzt, oder? Oder war das, nee, das war die zweite Stufe. Man hat wirklich gut gesehen. Ich meine, ich blende es euch ein. Man konnte wirklich gut sehen und mit dieser Stufe wird es auch nicht warm. Wenn man jetzt natürlich einen auf den hier macht, dann macht man das 2 Minuten und die Lampe ist heiß. Ich merke jetzt schon, wie meine Hand warm wird. Das ist einfach pure Kraft und alle Lampen werden natürlich warm. Die Leute, die sich denken, oh, ich kaufe mir jetzt eine Taschenlampe mit 2300 Lumen und leuchtet einem durch. Nein, Leute, das macht ihr nicht. Die werden alle warm und das ist zum Kurzableuchten. Ne? Man läuft so rum, guckt und wenn man irgendwas entdeckt, wo man mal eben ausleuchten will, macht man einen auf den hier. Boah, jetzt ist sogar im Hellen. Hier, man kann hier so krass ausleuchten. Und dafür ist die halt perfekt. Der Druckpunkt von dieser Lampe ist auch mega gut. Also bin echt überrascht. Ne, Logo gefällt mir auch gut. Kommen wir aber zum Restlichen. Ich nenne jetzt noch ein paar Pro-Punkte, also paar positive Punkte, paar negative Punkte. Ne? Positiver Punkt ist definitiv der Preis. Ne? Also 55 Euro, 54,95. Ist wirklich billig für so einen kleinen Powerzwerg. Da muss man einfach sagen, da muss man irgendwo sparen. Und das macht man bei dieser Lampe zum Beispiel beim Aufladen. Ne, der hat keinen Magnetfuß oder sonst irgendwas. Der hat einen ganz normalen Anschluss hier. Auch jetzt nicht diesen neuen, ich weiß nicht, wie die heißen, USB-C, irgendwas. Das ist halt der ältere. Ne? Also man hat den älteren Anschluss hier genommen, was ich aber auch okay finde, habe ich noch ganz viele Kabel von und ein Kabel ist auch dabei. So, das ist auf jeden Fall, ob das jetzt ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Natürlich ist es bequem mit diesem Magnetfuß, ne?
Aber dann muss man auch 20, 30 Euro direkt mehr bezahlen. So, ja, hier ist ein bisschen Anleitung und so, ne? Dann ist hier ein Kabel bei, aber da habe ich, wie gesagt, noch genug. Deswegen habe ich das drin gelassen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist hier bei der Lampe, das hatten die anderen nämlich nicht von den anderen Firmen, hier gibt es direkt 1, 2, 3, 4 Dichtungen. Und zwar nicht nur die Dichtungen für den Fuß hier. Hier ist eine Dichtung, ne? Übrigens kann man die Lampe, weiß ich nicht warum, in drei Teile machen. Ob das einen Grund hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Finde ich jetzt, hätte ich nicht gemacht, weil drei Teile sind, ja, also umso mehr Teile, umso, ne, ich weiß nicht. Also ich hätte es nicht gemacht. Vielleicht hat es einen Grund, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, warum man diese Lampe in drei Teile zerlegen kann. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, davon sind Dichtungen da. Und ganz, ganz wichtig, weil ich denke, dass das ist die erste Dichtung, die kaputt gehen wird, von der Ladestation. Ne? Also hier, davon ist auf jeden Fall, sind zwei Stück direkt auch dabei. Und das finde ich wirklich sehr gut. So, wie rum? Ich glaube so. So, dann haben wir eine Batterie dabei. Natürlich wieder hier diese, was ist das überhaupt? Ja, diese ganzen Fachsachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall 3100 mAh. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger als die anderen haben. Aber ob die anderen wirklich das haben, was draufsteht, bezweifle ich mittlerweile, weil diese Lampe, damit bin ich so lange ausgekommen, wie gesagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die anderen Lampen, die ich habe, die sind verhältnismäßig schneller leer, habe ich das Gefühl. Und die hier, die hat wirklich diese Nachtwanderung komplett durchgehalten, obwohl ich auch oft hier ganz helle Versionen gemacht habe. Also wirklich, wirklich gut. Ja, dann ist hier so eine Strippe bei True Night. Gut, ne, diese Strippen, da bin ich ja eh nicht so der Fan von. Schön wäre gewesen, wenn jetzt hier noch eine Nadel bei gewesen wäre, dass man das Ganze hier in die Öse bekommt. Dann des Weiteren ist hier auch dieser Clip bei. Da kann man auch in, ja, entweder in die Richtung oder in die Richtung kann man es dran machen. Das mache ich allerdings nicht. Ich finde die so ganz gut. Deswegen lasse ich den ab. Aber Clip ist bei, wenn man möchte. So. Dann das Holster. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt auch nicht top, ne? Das ist eher so ein. Ja, also das glänzt jetzt nicht so. Eine Karabiner habe ich dran gemacht. True Night hier auch an der Seite stehen. Aber wie gesagt, das ist funktionell, aber schön ist anders. Ne? Wie gesagt, man muss irgendwo, denke ich, dann auch Abstriche machen. Für den Preis so eine starke Lampe zu kriegen. Ja, das spart man dann halt einfach an der Tasche, an der Aufladefunktion. Und ja, woran noch? Akku vielleicht, ne, dass der ein bisschen weniger Ampere hat. Und das war's dann aber auch. Weil ansonsten ist diese Lampe mega. Also ich bin echt überrascht, das ist ein Powerzwerg. Es ist ein echter Powerzwerg. Wenn ich aussuchen müsste, ob ich jetzt, will keinen Namen nennen, aber ich habe eine ähnliche in der selben Größe, ein bisschen größer sogar, mit weniger Lumen getestet und gezeigt, die wesentlich teurer ist. Wenn ich aussuchen müsste zwischen der und der, würde ich die hier mitnehmen. Ganz ehrlich. Ich werde irgendwann auch mal einen Test machen. Ich werde jetzt noch weiter Lampen sammeln und wenn ich mal ein paar Lampen zusammen habe, werde ich mal so einen Monstervergleich machen. Ne? Also dann werde ich auf jeden Fall so Vorteile, Nachteile, vor allem Langzeiterfahrungen sagen. Und die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz, also die kann ich empfehlen, ans Herz. Ja, ein bisschen viel Kaffee wieder getrunken heute. Auf jeden Fall super Lampe und habe ich natürlich von True Night, habe ich mir nicht selber gekauft.
Habe ich vom Schuhneid zugeschickt bekommen. Deswegen auf jeden Fall nochmal danke dafür. Werde ich jetzt auf meiner Tour... Ja, da war die Uhr im Hintergrund. Werde ich auf jeden Fall auf meine Tour jetzt mitnehmen. Ich meine, ihr seht bestimmt im Hintergrund... Stroboskop hat es auch noch. Auf meine Tour mitnehmen nach Frankreich. Das Video wird online kommen, während ich diese Tour mache. Oder vielleicht setze ich es sogar heute online, das heißt morgen. Das heißt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr alles mitkriegen und da werde ich diese Lampe mitnehmen. Ja. Übrigens, im normalen Modus könnt ihr halt mit gedrückt halten verschiedene Stärken durchswitchen. Und das hat einen Memory-Effekt, ne? Also wenn man jetzt wieder ausmacht und dann wieder an, ist die Stärke, die ihr als letztes angemacht hattet, mit einem Doppelklick habt ihr dann das Stärkste und mit noch einmal Doppelklick habt ihr Stroboskop. So, das ist die Lampe. Die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, bevor ich abhaue. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ist ein Reflink von Amazon. Das heißt, wenn ihr darüber einkauft, selbst wenn ihr was anderes kauft, also nicht diese Lampe, kommt das mir zugute. Ich bekomme dafür ein paar Prozente ab. Das heißt, wenn ihr darüber einkauft, egal wann, egal was, dann kann ich dafür andere Sachen auf Amazon kaufen. Also ich bekomme da kein Bargeld oder so, sondern so Gutscheine und kann dafür andere Sachen testen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr diesen Link ab und zu benutzt. Und damit bin ich raus. Und ja, wünsche euch was. Ja, hier sieht man auch, wie die versuchen, das Ding zuzumachen immer. Hier der Keller. Wahnsinn, wie hoch die Decke. Boah, die Decke. Wie hoch. Und alles so gewellt. Also man hat damals auf jeden Fall für die Ewigkeit gebaut. Es darf nicht...